Das ist Clara, auf dem Weg in die Freiheit. Clara ist ein Hybridschwein, eines von 27 Millionen in Deutschland, extra für die Massentierhaltung gezüchtet. Wir haben es hier mit hochkomplexen Wesen zu tun, die schmerzens- und leidensfähig sind, und wir müssen die entsprechend behandeln. Wir können das gar nicht rechtfertigen, das weiterhin zu ignorieren. Und darauf muss Politik eine entsprechende Antwort geben. Das ist das Entscheidende. Wir starten ein Experiment. Wir kaufen Clara und drei Ferkel aus der konventionellen Haltung und bringen sie auf einen naturnahen Bauernhof. Das ist wie mit Hund, Katze, Maus. Die wollen einfach, dass sie angesprochen werden. So, und dadurch haben die ein Wohlgefühl. 8 Monate begleiten wir die Tiere. Hybridschweine, die ausschließlich auf Fleischprofit gezüchtet sind. Können sie zu ihrer Natur zurückfinden? Heute wäre eigentlich Claras letzter Lebenstag. Sie hat mit ihren 3 Jahren bereits 74 Ferkel geworfen. Ihr 6. Wurf jedoch waren Totgeburten. Damit war entschieden, dass sie geschlachtet wird. Doch es ist Claras Glückstag. Wir haben sie dem Bauern für 283 Euro abgekauft und holen sie heute früh ab. Es ist das erste Mal, dass Clara den konventionellen Hof verlässt. Zum ersten Mal frische Luft, neue Gerüche und fremder Boden. Ein heikler Moment. Schweine sind stark stressanfällig und bekannt für Herz- und Kreislaufprobleme. Ein Viehvermarktungsunternehmen hilft uns, Clara in ihr neues Zuhause zu bringen. Neben Clara kaufen wir auch 3 13 Wochen alte Jungtiere. Auch sie wollen wir resozialisieren. Sie alle sind sogenannte Hochleistungshybride, aus verschiedenen Rassen gekreuzt und an die Massentierhaltung angepasst. Normalerweise würden diese Ferkel schon bald maximal zunehmen, damit sie genügend Fleisch liefern. Auch ihr Körper wurde angepasst. Während ein Wildschwein 13 Rippen hat, sind die Hybriden auf 15 bis 17 Rippen hochgezüchtet. Das erhöht später ihren Kotelettanteil. Clara und die Ferkel wurden ausschließlich für ihr Fleisch gezüchtet. Wie werden sie sich nach der Intensivhaltung auf einem Bauernhof im Freigehege verhalten? Bei Licht und Luft, auf Gras und Erde. Unser Experiment beginnt. Das ist ihr neues Zuhause, ein Bauernhof in der Nähe von Hamburg. Gemeinsam mit seiner Familie betreibt Horst Dieter Peters seit über 30 Jahren einen der letzten autarken Höfe Norddeutschlands. Horst Dieter und seine Familie züchten selbst und halten ihre Tiere artgerecht, bevor sie sie schlachten und verarbeiten. Verkauft wird dann im eigenen Hofladen an Nachbarn und Stammkunden. Die Familie wird damit zwar nicht reich, doch der Betrieb ist unabhängig von der Industrie. Wir haben einen reinen Hofverkauf und das sind unsere Produkte. Das ist die Schweinemetwurst von unseren bunten Bentheimern. Das ist unsere Rinderwurst von unseren Heilandrindern. Dann haben wir noch, wie früher, haben wir unsere ganze Hausmacherwurst. Rotwurst, Leberwurst, Sülze, Frühstücksfleisch, Corned Beef. Wir haben das, was da ist, kann gekauft werden. Was nicht da ist, kommt irgendwann wieder.
Fein. So ist fein. Ne? Ferkelchen? Ne, ihr kleinen Schmuser? Ihr kleinen Schmuser, seid ihr neugierig? Ja. Es ist soweit. Nach 3 Stunden Fahrt kommt der Transporter mit unserem Versuchsschwein an. Zusammen mit Horst-Dieter Peters erwartet Dr. Jürgen Günther Schulze die Tiere. Er ist Zoologe und wird unser Experiment wissenschaftlich begleiten. Kannst du noch ein klein bisschen einlenken? Zieh mal links rum. So, die Kleinen sind hier hinten, ne? Ja. Ja. Das heißt, die erst? Cool. Die hauen dann hier gleich ab. Die hauen es hier unten durch ab, ja. Genau. Deswegen habe ich ja drüben die Gitter hingestellt. Ja, dann nehmen die mal mit. Gut. Ja, ja, mach mal auf die Klappe. Die beiden Freunde sind nervös. Wie haben die Schweine die lange Fahrt überstanden? Langsam, langsam, wir wollen es langsam haben. Ich strick's. Oh, lalalala, alles gut, meine Süßen. Oh, 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 ganz ruhig, meine Süßen. Ferkelchen, alles gut. Mut, 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 alles ruhig. Alles okay. So, ist genug. Du. Ja, ich will hier unten. Ja. Dann, hast du den Übergang da, wenn sie ne? von Stroh auf Stroh, sonst kriegen sie hier wieder Angst. Ja. Weil das kennen sie ja auch nicht. Nee, ist richtig. Sand kennen die ja auch nicht. Komm mal, Schiedis, gib mal rein. Langsam. So ist gut, meine Kleinen. Holla, ganz langsam. Ganz ruhig, mein Bein. Mut. Ganz ruhig, komm. Alles okay. Komm, meine Süßen. Dann gib mal rein, komm. Das erste Mal stehen die Tiere auf Sandboden. Guck, jetzt fangen sie es an. Das erste Tier fängt an zu wühlen. Das erste Mal in seinem Leben hier mal wahrscheinlich Sand zu sehen kriegt. Ja, woher sonst? Ja, ja. Ne? So. Erst mal angucken. Das ist jetzt die erste Erfahrung mit dem, was unbedingt artgerecht sein muss, ne? Dass sie wühlen dürfen, ne? Das ist entscheidend und wichtig. Und durch das Wühlen nehmen sie auch die Möglichkeit auf, jetzt das Areal kennenzulernen und für sich zu vereinnahmen. Das ist jetzt also nach empfundenes Fressen praktisch. Die nutzen das jetzt, weil Wühlen hat ja nur den Sinn, was Fressbares zu finden. Und jetzt kommen die Verhaltensweisen zum Vorschein, die eigentlich normal sind und die man in der Massenhaltung ja praktisch unterbindet. Aber entscheidend ist, dass sie jetzt die ersten Dinge tun, die sie normalerweise tun würden, aber noch nie getan haben. Ja, alles neu, alles schick. Guck, schön, das, ne? Oder nicht? Ist das nicht schön? Legt er sich hin schon. Ja. Und jetzt Clara. Komm mal, Dicke, komm her. Nicht die runterjagen. Die kommt. Nee, einfach komm. Ja, nicht drücken, einfach nur hinter sie gehen. Ja. Die kommt von alleine. Nichts machen, einfach sie in Ruhe lassen jetzt. Komm mal her, mein Dicke. Ja, komm mal runter, komm. Ja, so ist fein. Na komm. Komm, Mut. Na komm. Komm mal runter. Ja. Die Situation ist heikel. Komm mal her. Die Umgebung ist neu für die Sau. Sie ist verängstigt und körperlich geschwächt. Vor allem aber kennt sie die 3 Jungtiere nicht. Es könnte sein, dass sie die Ferkel angreift. Ja, komm mal her. Na komm mal her. Na komm mal her. Na komm mal her. Ja, komm mal runter. Siehst du wohl? So ist doch prima. So ist doch prima. Ja, nun komm mal runter. Na komm mal her. Ja, geh mal runter. Ja, so ist doch prima. Nicht? So ist prima. Entspann dich. Komm. Fein. So, ein bisschen kraulen. Nicht? Dann geht das ganz alleine hier. Guck mal. Die riecht das. Ja, die riecht jetzt die Spur von den 3. Ne? Und geht jetzt komplett gleich den Gang. Na? Jetzt guckt sie noch mal eben nach dem Rechten. Ja, guck das noch mal an hier. Ganz fein, ja. Lass mal ganz reingehen erstmal. Ja, wir müssen jetzt mal sehen, sie ruft, nimmt den Kontakt auf zu den 3 und dann müssen wir mal gucken, ob da eine kleine Schweineunterhaltung. Die erste Hürde ist geschafft. Das Problem, was man jetzt sieht, ist, die haben alle noch sehr harte, sehr steife Gelenke. Ne? Ja, ja. Die Sau läuft noch sehr schwerfällig. Ne? Ja, ja. Daran sieht man, dass sie wenig Bewegung gewöhnt ist. Ne? Das ist das Eigengewicht natürlich. Ja, Eigengewicht, ne? Muskulatur.
Das fehlt natürlich. Ja, ne? Ja. Wir haben es ja nun hier mit sogenannten Modellschweinen zu tun, die wir für ein bestimmtes Experiment hier zusammengeführt haben. Und das, was wir bis jetzt schon gesehen haben am ersten Tage, Verhaltensweisen sind, die natürlich im Erbgut der Schweine verwurzelt sind, die aber nicht vergraben sind, dadurch, dass über Generationen diese Schweine auf Spaltenböden stehend und zum Abferkeln sozusagen in solchen Kastenständen ihr Leben verbringen. Wir wollen mit unserem Experiment hinterfragen, wie artgerecht die Tiere in konventionellen Betrieben gehalten werden. Das frühere Zuhause von Clara und den Ferkeln. Ein Vorzeigebetrieb. Nach den Regularien. Der einzige Hof deutschlandweit, der uns nach einem halben Jahr Suche eine Dreherlaubnis gegeben hat. Ohne Interview. Hier leben 800 Sauen. Ungefähr 5 Monate im Jahr werden sie im Kastenstand fixiert. Das ist gang und gäbe in der konventionellen Haltung. 2-mal im Jahr wird das Muttertier künstlich befruchtet. Fast 4 Monate trägt sie. Dann wirft die Mutter 14 bis 18 Ferkel, immer in der Metallkonstruktion. In ihren ersten Lebenstagen werden die Ferkel geimpft, die Schwänze kupiert, die Ohrmarken eingetackert. Die männlichen Ferkel werden später kastriert. Mit 3 bis 4 Wochen trennt man die Jungtiere von ihren Müttern. Sie kommen in den Ferkelaufzuchtstall, auch Kindergarten genannt. Dieser Wechsel bedeutet schweren Stress für die Sau und für die Jungtiere. Viele von ihnen werden krank und sterben. Die anderen haben noch knapp 4 bis 5 Monate in der industriellen Mast vor sich, bis sie geschlachtet werden. Zurück bei Bauer Horst Dieter. Unsere Schweine haben ihre erste Nacht bei frischer Luft und auf Stroh verbracht. Wir nehmen mal ein bisschen was zu spielen. Wurzeln sind keine da. Nehmen wir mal ein bisschen Banane. Dann wollen wir mal sehen, was sie denn so sagen, unsere Schweine, ne? Na, ihr Schweine, schlaft ihr noch? Das kann ja wohl nicht angehen. Ihr schlaft noch? Schweine, fein. Aufwachen. Ferkel. Ferkelchen. Ja, fein. Blumenkohl. Das kennst du noch gar nicht, ne? Vielleicht mal Banane. Na, Moras. Ja, ist noch fertig von gestern. Muskelkater. Das war schon ganz schön viel. So viel hat sie sich ja noch nicht in ihrem 3-jährigen Leben bewegt. So, und dementsprechend da einmal über den Gang, dann der Transport, das ist natürlich alles sehr viel. Und dann hat sie ja versucht, da sich auch mal im Gelände zu bewegen. Aber das strengt sie halt an. Glaubt man nicht, ne? Ja. Das ist Muskelkater. Das, fürs Schwein war das zu viel. Aber ganz zufrieden und hat sich sehr, sehr gut den Ferkeln gegenüber verhalten. Und die Ferkel sind also so glücklich, dass sie wieder eine Mutter haben. Sie sind ja noch nicht ganz groß. Ganz abgewöhnt, die wissen schon noch, was das ist, eine Mutter zu haben. Erstmal den Inhalt. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Ja, steh mal auf, das riechst du, ne? Ja. Hast doch Hunger. Ja. Fein, fein, ja, du kannst das doch. Hier, so, guck mal hier. Ja, sie ist noch sehr, sehr steif, aber sie steht, das ist schon mal sehr gut. Ne?
fein, ja. Die Aktivität kommt. Wunderbar. Ja, sie kann's. Sie kann's, wunderbar. Das ist ja schön. Ferkelchen. Komm mal her, komm. Heute lassen wir die Schweine auf eine Wiese. Sie werden zum ersten Mal freien Auslauf haben und einen anderen Boden betreten. Pflanzen, Gerüche, alles neu. Die anderen auch noch. Na, komm mal her. Komm. Neugierig, ja. Bin schon extra runtergegangen. Guck dir das an, guck dir das ja, an. Ja, ja, komm mal her, hier, komm. Deswegen sitze ich hier fein, auch, damit ja. Wir mit dir auf einer Augenhöhe das, sind. Ja, das kennen Sie ja. Festen Boden ne? Kennen Sie ja. Ja, ja, genau. Doch, hat sich der Hund erschreckt, ne? Du, hat dich der Hund auch. Erschreckt? Hm? Fein. Hat dich der Hund erschreckt? Komm her. Fein, ja. Ne, Schnauzenkontakt. Fein. Das ist ganz wichtig, der weiß jetzt, wer wir sind. Ja. Ne? Erster Kontakt war da. Ja. Wunderbar. Siehst du, jetzt gehen sie auch weiter zum. Mal gucken, ob die anderen beiden auch noch kommen. Mutti, komm. Mut. Komm mal her, komm. Ja, das ist gut. Ja, so ist doch gut. Komm mal her, meine Dicken. Yo. So ist doch gut. Fein. Fein. Wunderbar. Das ist schön gründig hier. Unsere vier Schweine sind noch unsicher. Besonders Clara kommt mit richtiger Erde noch nicht klar. Sie kennt nur den harten Spaltenboden aus ihrem alten Stall. Schweine sind eigentlich gute Läufer und schnell. 30 Stundenkilometer sind für sie leicht zu schaffen. Für Clara sind ein paar Schritte schon eine große Anstrengung. So viel Freiheit sind sie auch nicht gewohnt. Naja, ich finde, das Spannende ist eigentlich jetzt mal sehen, ob sie selber Nahrung aufnimmt, was sie sich ja. Pflücken muss. Ne? Ja. Bis jetzt bekommen sie ja natürlich nur Futter vorgesetzt. Und jetzt plötzlich stehen Pflanzen vor ihr, die sie jetzt an denen sie rumknabbern können, nicht? Ja, was sie früher ja. Nie gehabt haben. Und wenn sie dann dazu übergeht, selber an den Pflanzen zu knabbern, ja. Dann ist da wahrscheinlich das Eis gebrochen. Ja, richtig. Ja, ja. Jetzt fängt sie an. Jetzt fängt sie an, Gras ja. Zu fressen. Jetzt wird es klasse. Ja. Guck, jetzt fängt das sie erstmals Mal an, richtig Gras zu fressen. Das Maul rein. Da, zack. Einmal abgebissen. Ne? Und jetzt hat sie die eben... Die anderen machen es nach, die Läufer. Mhm. In natürlicher Umgebung verbringen Schweine bis zu 7 Stunden täglich mit der Nahrungssuche. Erkunden, wühlen und fressen ist die Hauptbeschäftigung der Tiere. Selber Futter suchen, das mussten unsere Versuchsschweine noch nie. Beim Durchgehen ne? Ja. Nehmen sie überall mal so einen ganz kleinen Happen mit, ja. Ohne dass sie das jetzt brauchen, jetzt, weil sie meinen, sie haben Hunger. Also, sie probieren es einfach aus, was schmeckt jetzt. Ne? Das ist ja auch eine ganz wichtige ja. Sache. Jetzt kommen sie, ja, genau, ja, ja. Das ist doch schön. Reine Lebensfreude. Die sind schon angekommen, ne? Ja, ja. Die sind sehr, sehr entspannt. Das hätte ich nicht erwartet, dass sie so ruhig sind. Nee. Einwandfrei. Alle zusammen, alle vier. Guck mal, ja. Wie schön die jetzt den Schnauzenkontakt machen. Ne? Herrlich, ne? Ja. 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 Ein Sommergewitter. Das erste Mal, dass Clara und die Kleinen Regen erleben. Claras alte Welt. Ein echter Vorzeigebetrieb. Die Haltungsbedingungen und das Platzangebot liegen über den gesetzlichen Standards. Unser Experiment zeigt schon jetzt, so vorbildlich die Tiere hier gehalten werden, sie führen kein artgerechtes Leben. Auch Hochleistungshybride legen ihre Natur offenbar nicht ab.
Wir produzieren in diesem Land das billigste Schweinefleisch innerhalb der EU. Das ist ein Ziel, das man sich vorgenommen hat und offensichtlich auch erreicht hat. Der Unterschied gegenüber einem Autohersteller ist allerdings, dass der wichtigste Rohstoff in Anführungsstrichen der Lebensmittelwirtschaft, wenn es um tierische Lebensmittel geht, nun mal Tiere sind, also hochkomplexe Wesen, schmerzempfindliche Wesen, leidensfähige Wesen, die man nicht in jedes System pressen kann. Übrigens, egal wie stark man züchterisch eingreift, ob es sich dabei um Hybridrassen handelt oder irgendwelche extensiv gehaltenen alten Landrassen, die Verhaltensweisen und die Bedürfnisse dieser Tiere sind im Wesentlichen gleich. Brackelmann, Herr Brackelmann, kommen Sie mal her. Brackelmann, wo bist du denn? Ein Monat ist vergangen. Unsere Schweine sind in ihrer neuen Welt agiler und neugieriger geworden. Rosa. Na, mal sehen, hör mal raus hier. Die Schweine haben jetzt Namen. Sie sind nicht krank geworden und haben sich an das neue Futter gewöhnt. Auch ihre Gelenke sind gestärkt. Na, komm mal mit. Hier, komm mal mit. Eddie ist ja, gut. Komm mal mit. Komm her, komm. Da die Tiere nun an Selbstsicherheit und Fitness gewonnen haben, vergrößern wir ihr Gehege. Was man jetzt gerade im Augenblick sehen kann, dass sie Muskulatur schon aufgebaut hat und dass sie wirklich schon wieder Bewegung hat, was sie ja gar nicht kannte. Aber ich denke, sie ist auch schon schlanker geworden, denke ich mal. Nicht? Ja. Und bei den Ferkeln auch. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach durch die vielfältige Nahrungsaufnahme. Und dass sie sich selber was aussuchen können, was sie fressen möchten und nicht gezwungen sind, nach vorgegebenen Futterrhythmus zu fressen. Nicht? Auch die Sonne hat Spuren hinterlassen. Der Sonnenbrand war sehr intensiv. Die waren also richtig puderrot und haben jetzt so eine leichte Perlung. Das heißt, die Haut hat einen kleinen Schaden und geht wie beim Menschen auch, wenn die Haut verbrannt ist, geht jetzt langsam runter. Und die Sonnenbrandgeschichte ist natürlich etwas, was völlig Neues für diese Schweine, die das ja noch nie kennengelernt haben. Sie müssen also lernen, dass man sich dagegen auch schützen kann, etwas dagegen tun kann, indem sie zum Beispiel sich in die Sohle legen, sich eine Schlammschicht auflegen, wie einen zusätzlichen Mantel, der sie a. gegen Insektenstiche schützt und b. auch natürlich gegen Sonnenbrand. Im letzten Monat haben sich Clara und die Kleinen langsam an die Sohle gewagt. Das dunkle Wasser schreckte sie erst ab. Nun aber wird das Sohlen immer hemmungsloser. Das ist eben Natur. Das geht nicht weg. Das ist in den Schweinen, ist das drinnen. Das ist vom Erbgut und eigenartigerweise, es funktioniert. Was genau bedeutet artgerechte Haltung von Schweinen für Bauer Horst Dieter? Eine Kontaktperson, regelmäßige Fütterung, frische Luft, Regen, Kälte und entsprechend, dass sie auch Bewegungsfreiheit haben. Ja, und diesen menschlichen Kontakt, dass man auch sagt, ich trinke jetzt meinen Kaffee nicht da, wo ich jetzt den Tisch stehen habe, sondern ich gehe zu meinen Schweinen und trinke da meinen Kaffee. Das heißt, Fütterung, eine Sichtung, ein paar Worte dazu so, und dieser Wortkontakt zu den Tieren. Das ist wie mit Hund, Katze, Maus. Die wollen einfach, dass sie angesprochen werden so, und dadurch haben die ein Wohlgefühl und die fühlen sich auch sicherer. Das ist jetzt auch diese sehr aussagekräftig vielleicht für die Schlachtung. Ich führe meine Tiere selber in den Tod. Das heißt, ich kann es verantworten, ich züchte sie und ich kann sie auch in den Tod begleiten. Emsteck, Niedersachsen. In diesem Schlachthof der Vion Food Group werden täglich bis zu 11.000 Schweine geschlachtet. Neben Westfleisch und Tönnies gehört das niederländische Unternehmen zu den größten Schlachtbetrieben Deutschlands. Deutschland produziert in Europa das meiste und auch das billigste Schweinefleisch, an die 60 Millionen Schweine pro Jahr.
Hier in Emsteg werden jährlich 9 Millionen Tiere getötet. In der Wartehalle stehen zu jeder Tageszeit 1000 Schweine und warten auf die anstehende Betäubung und Schlachtung. Bei diffusem Licht werden die Tiere in die CO2-Anlage geschoben. Bis die Schweine betäubt sind, dauert es 20 bis 30 Sekunden. Vion selbst räumt ein, in dieser halben Minute leiden die Tiere unter Atemnot. Es könne auch passieren, dass die Betäubung nicht richtig funktioniert, dass manchmal Tiere noch bei Bewusstsein sind, wenn sie aus der Klappe fallen. Der sogenannte graue Bereich, der unreine Teil der Schlachtung. Hier sind die Schweine noch keimbehaftet. Dass wir hier drehen dürfen, ist für uns überraschend. Wir sind das erste Kamerateam deutschlandweit, das bei Vion in diesem Bereich der Schlachtung dabei sein darf. Fragen dürfen wir hier nicht stellen. Es folgt der Stich, mit dem der Schlachter die Halsschlagader öffnet. Das Schwein blutet aus und stirbt. Es wird zum Lebensmittel. Elftausend Schweine pro Tag. Den Schlachtern bleiben nur wenige Sekunden pro Tier. 65 Grad heißes Wasser tötet Keime ab und löst die oberste Hautschicht. Das Feuer flammt dann die Borsten ab. Der weiße Teil der Schlachtung. Hier werden die Tiere geteilt und die Eingeweide entnommen, Organe und Schlachthälften getrennt. Dann die Fleischuntersuchung. Die sogenannten Produktionskrankheiten sind das große Problem im System. Acht unabhängige Amtsveterinäre begutachten hier die Schlachtkörper und die Organe. Organvergrößerungen, Lungenerkrankungen, Magengeschwüre. Gelenkentzündungen, die markiert und weggeschnitten werden. Die Bedingungen, unter denen Koteletts und Schinken in Deutschland produziert werden, machen Millionen Schweine oft krank. Das gesamte System der Produktion tierischer Lebensmittel hat das Auftreten dieser mannigfaltigen und vielfachen Produktionskrankheiten ganz offensichtlich einbudgetiert. Es gehört sozusagen zum System dazu. Die kranken Teile werden weggeschnitten, aber das Tier hat zu Lebzeiten eine entsprechende Krankheit durchgemacht mit Leiden und Schmerzen, die vermeidbar gewesen wären, das ist das Entscheidende. Das heutige System nimmt die Krankheiten billigend in Kauf.
um billigere Lebensmittel zu haben. Und es wird selbst einem hochgradig engagierten und hochgradig begabten Landwirt nicht entlohnt, dass er womöglich 99% gesunde Tiere in seinen Ställen hat und auch zur Schlachtung liefert. Dafür gibt es keine besonderen, überhaupt keine entsprechenden Sonderzahlungen. Es gibt also keine Tierschutzleistung, die entlohnt wird. Das ist nicht im System vorgesehen. Das System steht in der Kritik, selbst in den eigenen Kreisen. Professor Dr. Matthias Gauli lehrt heute an der Universität in Bozen. Vorher forschte er unabhängig auch für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mit dem wissenschaftlichen Beirat des Ministeriums warnte er bereits 2015, die derzeitige Nutztierhaltung in Deutschland ist so nicht zukunftsfähig. Zwei Dinge haben uns ja motiviert, das Gutachten zu schreiben. Zum einen die Annahme, die Grundannahme, dass der Verbraucher in der Breite nicht mehr bereit ist, das zu akzeptieren, was wir da machen. Ob berechtigt oder nicht, das sei in einzelnen Punkten dahingestellt, aber in der Breite ist das der eine Punkt. Der zweite Punkt für mich persönlich als Wissenschaftler noch viel wichtiger ist, dass wir faktisch eigentlich bei nüchterner Betrachtung Probleme in den Systemen haben. Ob Kühe, Schweine oder Hühner, das System produziert zu viele kranke Tiere. Wir haben Probleme, wir nennen sowas Technopathien, das sind Erkrankungen, die durch Haltungsumwelt zustande kommen. Und die sehen wir in Breite bei fast allen Tierarten. Und das in einer Frequenz, die uns überhaupt nicht mehr zufrieden stimmt. Also weder für das Schwein noch für das Geflügel, aber auch nicht für die Kuh. In der Konsequenz für das Tier heißt es sicher leiden, zumindest in Teilen während der Erzeugungsphase bis hin zur Schlachtung, also bis hin zu dem Tag, an dem das Tier dann letztendlich verwertet wird. Und das bedeutet, dass das Tier viel zu früh eigentlich dann auch in die Schlachtung geht, wie beispielsweise die Kuh. Das ist ein Nachteil für das Tier, ist klar, ist aber auch ein Nachteil für den Landwirt. Das bedarf Umdenkens bei den Landwirten, es bedarf Umdenkens auch bei den Züchtern, auch bei der Wissenschaft, das stärker in den Vordergrund zu rücken, dass, wie das häufig so postuliert wird, Tierwohl eigentlich nicht unbedingt ökonomisch nachteilig ist, sondern Tierwohl, Tiergesundheit durchaus ökonomisch-wirtschaftlichen Vorteil eigentlich auch für Landwirte bedeuten kann. Die Schlachtpreise unterliegen starken Schwankungen. Den Bauern bleibt kaum etwas übrig. Wer trägt die Verantwortung für dieses System? Fragen an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Minister Christian Schmidt lässt sich nach langem Hinhalten von seiner parlamentarischen Staatssekretärin vertreten. Wenn wir nur wirtschaftlichen Aspekten folgen würden, würden wir eben möglicherweise dem Tierwohl nicht gerecht werden. Wenn wir jetzt aber das Tierwohl alleine an oberste Priorität stellen würden, würden wir möglicherweise in Kauf nehmen, dass es keine Tierhaltung, keine Nutztierhaltung in Deutschland mehr gibt. Und damit haben wir dem Tierwohl doch einen Tort angetan. Denn wie in anderen Teilen dieser Welt Tiere gehalten werden, ist schlicht und ergreifend nicht in unserer Hand, nicht in unserer Kontrolle. Und ich glaube mal sagen zu können, dass wir hier ein Land sind, was besonders sensibel ist in puncto Tierschutz und Tierwohl. Und deshalb ich auf jeden Fall möchte, dass die Tiere tatsächlich hier auch weitergehalten werden können. Doch vom deutschen Fleischboom profitieren neben den Schlachtbetrieben lediglich die größten industriellen Betriebe. In den letzten 10 Jahren sollen ca. 70% der Schweinehalter ihren Hof geschlossen haben. Die Folge ist, dass immer mehr Tiere in immer größeren Ställen auf immer weniger Höfen gehalten werden. Weiter geht's nicht mehr. Weiter geht's nicht mehr. Der Verdienst für die Landwirtschaft ist so minimiert worden durch Geiz ist geil. Durch die Supermärkte, die fahren den Preis runter. Das ist so. Das weiß jeder, der die Tiere produziert. Der Landwirt produziert ein super Schwein. Das geht über den Handel. Und dann kommt die Abrechnung vom Schlachthof. Und dann wird nochmal wieder abgezogen, nochmal wieder abgezogen. Und die fahren manches Mal oder über 2-3 Jahre nur mit Minus. Das heißt, sie leben von der Substanz. Und wir haben ein Höfesterben, das ist gigantisch. Das ist hier in unserem Bereich, wir sind ja vor 30 Jahren erst angefangen. Aber 2 Betriebe sind nur noch nach und hier waren ein Hof neben dem anderen. Auch Clara wurde für die Discounter gezüchtet.
Es sind die großen deutschen Einzelhandelskonzerne, die die Preise drücken. Auch hier keine Interviews. Ein Hof wie der von Horst-Dieter Peters ist selten geworden. Die meisten konventionellen Bauern stehen mit dem Rücken an der Wand. Das macht eben die Situation aus, wenn man einen autarken Hof hat, wie hier bei Horst-Dieter, dann kann er von sich zumindest sagen, ich muss nicht mit den Wölfen heulen im Sinne der Vermarktung bei Aldi oder sonst irgendwo bei solchen Unternehmen, sondern ich vermarkte etwas, was ich Leuten hier als Kunden persönlich anbiete, indem ich ihnen ins Auge gucke dabei und sage, du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich kann dir aber nicht jeden Tag alles bieten, wie man das beim Großhandel bekommt, sondern kommt her zu mir, ich sage dir, was ich heute im Angebot habe. Ein Bentheimer Schwein zeigt den Hybriden, wie das Suhlen funktioniert. Auf jeden Fall haben wir jetzt das perfekte Schlammbad, was wir haben wollten, um das mal zu demonstrieren. Ja. Na, das ist ein Rundum-Sorglos-Paket, was sie jetzt mit und sich selber machen. Und das ist Schweineleben pur. Ja. Seit mehr als 4 Wochen läuft unser Experiment jetzt schon. Clara und die Kleinen machen es dem Bentheimer Schwein nach. Unsere 4 Schweine schlafen, spielen, suhlen und wühlen im sozialen Verband. Sie leben in enger Bindung in einer Art Familienkreis, grenzen Reviere ab und bilden Rangordnungen. Unser Experiment zeigt, so leben sie wirklich artgerecht. In den Mastställen hätten sie dazu nach heutigen Standards keine Möglichkeit. Das deutsche Grundgesetz sagt in Artikel 20a, wo es um den Schutz der natürlichen Grundlagen geht, dass der Staat Sorge tragen muss, dass jedes Tier so gehalten wird, dass es ein gutes, ordentliches Leben hat, dass also, wenn man dazu das Tierschutzgesetz nimmt, vermeidbare Leiden und Schmerzen auch tatsächlich vermieden werden. Und zu Leiden und Schmerzen gehören natürlich Erkrankungen dazu. Erkrankungen, die vermeidbar sind, sollen vermieden werden. Verhaltensstörungen, die vermeidbar sind, sollen vermieden werden. Und das bedeutet, wenn man sich klar macht, dass es hier um den Verfassungsauftrag an den Gesetzgeber und an die Regierung geht im Grundgesetz, bedeutet einen klaren Handlungsauftrag sowohl für die Gesetzgebung als auch für die Regierung. Artikel 2 des Tierschutzgesetzes. Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Meinen Sie denn, dass unsere Schweine nach dem Grundgesetz, was es ja durchaus gibt, und auch nach dem Tierschutzgesetz angemessen gehalten werden momentan in der konventionellen Haltung? Also der Standard entspricht tatsächlich, den wir in den Ställen, in den meisten Ställen vorfinden, entspricht selbstverständlich den gesetzlichen Standards. Dass es ein wenig mehr sein darf aus Sicht des Konsumenten, aber auch aus Sicht des Tierwohls, daran sehen Sie, dass das bei uns sozusagen eine Rolle spielt, dass wir dieses Tierwohl-Label zum Beispiel vorschlagen. Das sogenannte Tierwohl-Label. Landwirtschaftsminister Christian Schmidt stellt es 2017 vor. Im Schnitt werden sicherlich diese Tiere mehr Platz, mehr Spielraum, mehr Betreuung haben. Was hat es verändert? Alle Tierschutzorganisationen sind aus dem staatlichen Tierwohl-Label ausgestiegen. Der Grund? Es ist für die Bauern nicht verpflichtend. Und die Kriterien seien keine wirkliche Verbesserung für die Tiere. Sauen werden wie bisher wochenlang im Kastenstand fixiert. Und mehr Platz, das bedeutet statt einem 1,3 Quadratmeter. Vielleicht zeigen Sie einmal dem Zuschauer, der sich darunter nichts vorstellen kann, wie viel mehr Platz ein Schwein hat. Oh, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht zeigen. Ich bin ausgesprochen schwierig darin zu zeigen, wie viel ein Meter ist. Kann ich nicht. Können Sie das sprachlich sagen? Aber ich kann es Ihnen, ich kann Ihnen sagen, 33%, das ist ein Drittel mehr. Das ist schon ganz ordentlich. Und vor allen Dingen, diese Schweine werden ja nicht alleine gehalten. Also Sie haben jetzt nicht ein Schwein sozusagen, das alleine auf einem Quadratmeter gehalten wird, sondern Sie haben eine Gruppe von 20 Schweinen, von 25 Schweinen. Die sind zum Teil zusammen, die kuscheln sich so ein bisschen. Dadurch haben Sie
andere Bereiche der Bucht, die entsprechend dann frei sind und wo dann dieses Platzangebot tatsächlich letztendlich ist. Also von daher, man kann sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass Sie eine Bucht haben und da auf jedem Quadratmeter ein Schwein steht und da auch stehen bleibt. Das ist sicherlich nicht so. Warum schützt die Politik die Rechte der Nutztiere nicht ausreichend? Zu viele Schweine sind krank, wenn sie in die Schlachtung gehen. Das System an sich muss verändert werden. Politik weigert sich, das anzuerkennen und da in diese Richtung zu gehen. Und stattdessen greift man Viren, ertrinkt danach dem Strohhalm, so greift man alle möglichen Brancheninitiativen auf und macht selber noch neue, die nur Freiwilligkeit intendieren, weil man nicht ans System heran will. Herbst. Es sind 2 weitere Monate vergangen. Oh, Clara. Oh, Clara guter. Wartet auf Eberhard. Oh, das ist ja gut. Clara ist sehr interessiert. Ja, ja. Und Eberhard, der hat schon Schaumbildung ohne Ende. Ja. Das Experiment steht vor einer kleinen Sensation. Clara ist rauschig. Und Eberhard hat großes Interesse. An Clara, die eigentlich geschlachtet werden sollte, weil sie nicht mehr werfen konnte. Kann sie wieder trächtig werden und gesunde Ferkel zur Welt bringen? Gut. Dann wollen wir Eberhard mal freilassen, ne? Ja. Eberhard! Komm her, mein Dicker. Komm. Komm her, Eberhard. Komm. So. Ja, guck mal, jetzt kommt er. Oha. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Komm her. Eberhard. Eberhard, komm. Eberhard. Oh, 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 oh. Komm. Jetzt geht sie zu ihm erstmal. Ja. Clara hat eigentlich Routine. 74 Ferkel hat sie bereits zur Welt gebracht. Aber stets durch künstliche Befruchtung, wie es üblich ist in der konventionellen Haltung. Eberhard ist ihr erster Eber. Und die stürmische Annäherung ist für sie natürlich jetzt erstmal ein Alarmzeichen, ein bisschen, weil das hat sie bis jetzt noch nicht kennengelernt. Ne? Das ist ja neu für sie. Nach knapp 4 Monaten kommen wir wieder auf den Hof zurück. Wir sind gespannt, wie unsere 4 Hybridschweine ihren ersten Winter an der frischen Luft überstanden haben. Die 3 scheuen, blassen Jungtiere von damals sind kaum wiederzuerkennen. In der Mast wären sie längst geschlachtet worden. Dora ist die Liebste und jetzt habe ich schon ein kleines Problem, weil sie so anhänglich ist, dass man sie rein theoretisch für die Zucht behalten müsste. Guck jetzt mal an, das ist nicht normal, ne? Das ist unsere Dora. Wo ist Clara? Sie sind gerade am Saugen. Sie sind gerade an der Zitze. Ja. Fein, so eine gute Mutter. Ja, ja. Clara hat in ihrem Leben schon viele Ferkel bekommen. Allerdings stand sie damals auf Spaltenboden und war im Kastenstand fixiert. Das ist ihre erste natürliche Geburt. Ich lasse sie völlig in Ruhe. Sie ist ruhig, sie kommt ran, die Ferkel flitzen ja rum und das läuft jetzt völlig, völlig alleine. Clara hat zum ersten Mal ein Nest für die Ferkel gebaut, ganz instinktiv. Irgendwann wird Horst Dieter auch Clara schlachten, nachdem er ihr ein Leben ermöglicht hat, das ihrer Natur entspricht. Unser Experiment aber hat gezeigt, wir sind von einer artgerechten Schweinehaltung in Deutschland noch weit entfernt. Komm mal her, hier. Clara, deine Schiebbüdel, das hast du gut gemacht, ne? So eine feine Clara, ja, eine feine Clara. Komm mal her. Ja. Ja. Hm? Ja, ihr kleinen Schiebbüdels, ihr kleinen Schiebbüdel. Ja, komm mal hier, komm. Ja, komm mal hier, ihr kleinen. Ja, ja.
Mhm.